Perspektive, die Schwerpunkt auf wahrscheinlich nicht nur Versammlungsrecht, aber Versammlungsrecht deswegen hier legt, wo sind mögliche Schritte, Eingriffspunkte, wo sind Akteure? Ja, die Verweigerung oder die immer stärkere Verletzung sozialer Rechte macht es einfach auch immer schwieriger, auch Proteste zu tragen. Auf der einen Seite ist es für diejenigen, die eigentlich um ihr eigenes Überleben kämpfen müssen, schwierig, sich tatsächlich politisch zu beteiligen. Und auf der anderen Seite sind es für die, die drin sind, die immer stärkere Androhung von staatlicher Überwachung auch ein Element, was es schwerer macht, dann tatsächlich aktiv zu werden. Von daher, wenn man sich die Situation konkret anguckt, finde ich, sind zunächst mal diese Schwierigkeiten auch sehr klar zu beschreiben. Andererseits, wenn man sich auch Frankfurt im Mai diesen Jahres hier angesehen hat, dann war es ja schon geprägt davon, dass trotz all dieser großen Verbote überall zumindest Gruppen unterwegs waren, dass es sich gezeigt hat, dass es längst ganz viele Bürger und kleine Gruppen, größere Gruppen gibt, die gelernt haben, auch in einer solchen Situation sich dieses Versammlungsrecht zu nehmen, mit szenischen Inszenierungen, mit Theaterspiel, mit Musik, diesen Protest auf die Straße zu tragen und damit auch Frankfurt ein Stück bunter gemacht haben, als das sonst vom Staat her gedacht war. In diesem Widerspruch, denke ich, gibt es also für mich auch gar nicht jetzt so völlig neue Ideen, was da zu machen ist, sondern ich glaube, es geht genau darum, das immer wieder auch weiterzutragen. Die Bündnisse der letzten Jahre, also schon Heiligendamm und dann jetzt hier Blockupy nochmal, haben vor allem, glaube ich, den großen Verdienst, dass sie es geschafft haben, breite Bündnisse zu sein, breite Solidarität zu schaffen und sich nicht einfach auseinander differieren zu lassen, wie es sonst oft passiert. Ich glaube, dass das schon zentral ist, daran noch weiterzuarbeiten, und dabei kommt es noch viel mehr darauf an, stärker in die Mitte zu gehen und diejenigen mit ins Boot zu holen, die jetzt eher skeptisch dem gegenüberstehen. Ich glaube, dass die Öffentlichkeit, die öffentliche Wahrnehmung der Proteste und der Inhalte ist ja gar nicht so schlecht. Es ist ja relativ viel weltweit über Occupy berichtet worden und damit über die Fragen, die Occupy auch gestellt hat. Aber die Gewerkschaften und die Kirchen sind bisher als die großen Bündnispartner, die auch nochmal ganz andere Massen von Menschen ansprechen, sind bisher kaum mit ins Boot geholt worden. Ich glaube, dass da einfach die Möglichkeiten stecken, das breiter zu machen und andere Protestformen dann auch zu finden. Ja.